Dalu, du bist in Team 0. Ach nee, das waren die Siege. Lol, der Diss, Alter. So, was geht ab, egal, Stittchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Geilheit versus Geilheit. Was? Hello? Ja, sehe ich auch so, Bram. Ich sehe das anders. Sehe ich same. Warum denn? Geilheit ist doch geil, oder irre ich mich da? Geilheit ist geil, ja. Oh, wir haben ein Problem. Geil ist geil. Gibt keine Probleme. Keine Probleme? Keine Probleme. Oh, das keine Probleme. Ja, nice. Probleme ist was für Anfänger. Natürlich mit dem lieben Dalu hier im Team. Natürlich. Natürlich. Wir machen die fertig, Dalu. Christian ist im Urlaub. Dalu ist Christian-Ersatz. Dalu durfte Dalu? Quasi den unwissenden Christian ersetzen. Als ebenfalls unwissend. Das war aber auch gemein. Einfach gespielt, keiner sagt was. Wussten wir, wer spielen. Ja, war allen so egal. So gemein war hey, Dalu, du machst das war, schon. War allen egal. Einfach, ich ja. glaub an dich. Schade. Aber sowas von. Produziere du bist einfach auch standardmäßig Energie, ja, ne? Also auch. Jetzt ja, ein bisschen. Ein bisschen, aber eher. Setz einfach mal ein Windkraftwerk oben drauf. Ne, oben drauf. Du musst halt so platzieren, dass da Wind hinkommt. Ja, aber da kommt jetzt Wind von rechts kein Wind. Ja, du weißt ja gar nicht, wie der Wind weht, oder? Ja, von überall, nur von rechts nach links. Weißt du, wie der Wind weht? Alter Junge. Wie ein Disney-Lied. Ja, aber weißt du, wie der Wind weht? Ist das sogar ein Disney-Lied? Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Der Wind weht nach Osten. Ne, ja. Nach Westen. Es ändert sich warum, immer. Warum unterscheidest du jetzt zwischen Westen und Osten, Peter? Was ist da los? Ich musste gerade an Tschernobyl denken und durch die so. Explosion, beziehungsweise was dann in Gefahr war. Okay. So, jetzt sparen wir mal ein bisschen. So, Dalu, mal gucken, was bei dir abgeht. Nee, dein Windkraftwerk hast du jetzt zugebaut. Ja, jetzt das ist nur vorübergehend. Okay. Damit ich es erschützen die anderen konnte. Denn? Die machen ja schon ganz schön Quatsch da. Ja, da hast du recht. Wieso machen die ja so einen Quatsch? Quatsch? Sehe ich mich. Ja, sehe ich dich auch gerade, nämlich. Okay, das muss ganz offen sein. Das hat nicht funktioniert. Sehr frech. So. Ja, Wems. Schon. Na komm. Bam. So. Ziehen wir mal die Hütte hoch hier. So, jetzt reißen wir das ab. Schaltet frei, erfordert Werkstatt oder Waffenkammer. Komm schon! Wow, Luluda. So. Boah, meine Minenarbeiter, die sind aber nicht gut genug hier, leider. Nicht? Warum nicht? Hey. Na, weiß ich nicht. Irgendwie buddeln die nicht geil genug. Depp hat geschossen. Sorry. Hat doch hier gesagt, am Anfang nicht schießen, oder wie war das? Ja, wir haben doch ja, das, NAP. 15 Minuten No Rush oder so ein Scheiß haben wir noch. Ja, genau. So war das doch. Meine ich nämlich auch. Oh, Dalu. Das sieht schon ganz gut aus. Ansichtssache. So. Kann man sich irgendwie im Boden verankern? Nur an den Stellen, wo, wait a second. Ich muss kurz. Scheiße! Nur an den Stellen, wo du die Minen da hast. Da kannst du den Boden ankern. Sonst fliegt alles immer. Also ein bisschen belastend auch. Ja, das glaube ich. Das ist ja der Witz. Genau. Belastung. Belastung. Alter, du bist so ein lustiger Typ. Such a funny guy. Schon funny guy, wa? Mann, wieso können wir denn nicht hier unseren Typus hier über overheaten? Das wäre voll super. Alter, was kommt denn da?
War das ein Flak? Nicht schießen, bitte. Oh, Dalu, du hast einen Mörsertypen, den kannst du schon schießen lassen. Ja, der baut. Yo. Oh, er hat also einen Mörser, okay. Das war ein guter Bluff, Sepp. Gut, wir machen das. Gelogen. Echt gut. Boah, wann ist denn hier unsere Fähigkeit mal fertig? Ich brauch die. Was schießt da? Nichts. Wie mach ich das denn jetzt? Oh, da du hast du gerade. Ein paar Tests. Jo, der sieht gut aus! Er schießt als ob sie das treffen! Was ist das für eine Frechheit? Das als geht wenn gar sie nicht. Das treffen. das ist ja gar nicht erlaubt. Als wenn sie das trifft. Good okay, job, Dalu. Good das job. Ist, okay. Das ist ganz schön asozial, was die da machen. Hätte er gern. Ja. Billigen Tricks da, den Fusel. Okay. Als wenn sie da treffen. Das merken wir uns auf jeden Fall. Ja, pass auf. Da geht jetzt sofort was. Oh Mann, was dauert das so lange? Oh, ich kann. Iris. So. Nein! Nein! Was tut er? Was tut mein Dude? Oh, was kommt denn da, Alter? Was ist das denn? Dalu, das klingt erstmal richtig. Ha, irgendwann passt er nicht auf, dann habe ich ihn. Ich höre das doch. Irgendwann bist du nicht. Bumm! Da haben wir getroffen. Dalu, du lenkst die weiter ab. Ich sehe dich da. Da kommt eine Bombe. Oh shit. Ich sehe dich da, Dalu. Du lenkst hier geil ab. Mörser. Das ist so doof. Oh, lol. Oh, was? Oh, das war hart. Wo kam das her, Dalu? Hast du das gesehen? Ja, ich glaube nicht vom Peter. Von dem rechten oder linken? Oh, shit. Das war Bram. Jo. Alter. Ich werd geröstet. Wieso haben die so einen Quatsch? Leute, er hat mich direkt getötet! Stop, Zepp! Dalu, du machst das. Ja, damit kann man ja nicht rechnen, Sepp, ja? Dalu, du machst das. Du hast doch... Dalu, du musst jetzt den geilen Dude bauen. Du hast doch schon... Ja, aber ich hab keinen Platz da... Ja, aber er passt da nicht rein in diese Lücke vorne. Okay, dann musst du tendenziell dich nach oben bauen ja. Und... Oh nein, er wird weggebrochen. Alter, ich wurde ja instant weggeballert. Ich wollte gerade größer bauen. Oh Mann. Oh oh, jetzt stürzen wir ein. Da kommen die Laser Guns. Können wir mal aufhören, den Dalu zu penetrieren? Da kommen die Laser Guns. Alles klar. Feuer. Lenkraketen. Dalu, wer dich. Es brennt. Ich lösche. Wer dich. Es gibt keinen Munitionsverbrauch. Der Mörser kam durch. Das ist schon halt. Oh, ich seh da was, Bram. Wie er sein Köpfchen da streichelt. Da fliegt's! What? Das ging drüber. Gar nichts fliegt da hier. Oh, guck mal, jetzt machen sie ihn. Da! Weg. Was ist das denn für eine Scheißrakete hier? Was ist das denn? Ey, was macht ihr denn da für eine Kacke? Ich hab die letzte getroffen. Ihr macht aber auch nur Müll hier. Weißt du, mich hier wegballern und dann Dalu spielen. Oh, oh, oh. So, jetzt aber. Oh. Was ist das für eine Knarre, Bram, mit der du da killst? Das ist die Artillerie. Die hatte Sepp auch. Mit der hat er auch getroffen. Aber gegen die brauchst du eigentlich... Also eigentlich sind die schwer zu verteidigen. Genau, du brauchst nur Stahlträger gegen die. Ja. Ah, okay. Schade. So, das wenn es euch gefallen hat, richtig stark. Ne, dann wünscht uns gerne die Eier. Haut rein. Tschüss.